könnt ihr das tolle Philips-Intro nochmal sehen. Beste Firma, Philips Interactive Media. Zelda, The Wand of Gamelon. Zelda ist ein Trademark. Link in Zelda, Trademarks auf Nintendo. Ich meine, wie viele Link-Spiele gibt es schon? Keines, sind alles Zelda-Spiele. Okay, gucken wir nochmal die super tolle Cutscene vom Anfang. Zelda, Duke Onkled is under attack by the evil forces of Ganon. I'm going to Gamelon to aid him. But father, what if something happens to you? I'll take the Triforce of Courage to protect me. If you don't hear from me in a month, send Link. Impa? Don't worry, Zelda. Triforce of Wisdom promises the king will safely return. Enough. My ship sails in the morning. I wonder what's for dinner. Oh boy! I'm so hungry, I could eat an Octorok. Um fair zu sein, Link's Crossbow Trading ist immer noch ein besseres Spiel als das hier. A whole month gone, and still no word. I'm certain he's all right. Yeah, that old Ganon's no match for the king. Link, go to Gamelon and find my father. Great! I can't wait to bomb some Dodongos! Wake up, Impa. We're going to Gamelon. All right, dear. I'll get the Triforce of Wisdom. Ich kann mich nicht erinnern, dass Triforce of Wisdom so funktioniert, dass da einfach irgendwie Dinge voraussagt. But here we are. Okay. So, die Lampe. Wo war die Lampe? Die war in Kobitan, richtig. In Kobitan, da war die Lampe. Die hole ich mal als alles allererstes. Ja, dafür brauche ich erst recht die Lampe. Die Lampe war ganz unten. Die. Per Lantern. So. Jetzt kann ich sterben. Und dabei noch ein bisschen Rubine sammeln, weil warum nicht? Ich brauche Rubine. Viele Rubine. Sakado war der Shop. Kennst du, ob ich die Route kenne? Nee. Das Spiel ist komplett blind. Auch Faces of Evil war komplett blind. Muss ich sagen, Faces of Evil habe ich komplett ohne Hilfe ganz gut geschaffen können. Ich meine, der Gewohnams Wisdom, der gab halt gute Wisdom. Impa eher nicht so. Also ich weiß jedenfalls, ich muss das Brot einsammeln. Ich muss damit ein Arpagus-Ei bekommen. Das Nest ist irgendwo hier. Ich meine, kennst du die Route? Ich meine, wenn du die Route kennst, du kannst ruhig spoilern, was ich zu tun habe. Weil bei dem Spiel ist mir das scheißegal. Boah, 102 Rubine. Ja, dann kaufen wir mal ein bisschen Lampenöl hier. Bis wir 20 haben. Ich weiß ja nicht, das Spiel hat Dünner, ja? Dünner. Und das mal, das ist eine gute Szene. Weil ich mag, wie er Dünner sagt. Then he dinnered all over the place. Faces of Evil hatte, my boy. Also irgendwie haben beides ihre Existenzberechtigung. So, jetzt kann ich meine ganzen Rubine nur noch für Bomben ausgeben. Holen wir uns mal das Power Sword.
Das Power Sword. So, ich muss ja noch den Bäcker retten. Der ist ja an einem ganz anderen Ort. Deswegen ist der Ort hier locked. Und da war die gruselige Frau, die Feenstaub will. Dieses Geräusch, ey. Like, warum? Isn't it lovely? Bring some fairy dust and I'll make it a magic cloak. Warum ist die so gruselig? Vielleicht ist sie der Gypto. Vielleicht muss ich sie mit dem Cloak abwerfen. Um ihre wahre Natur zu enthüllen. Die sticht Zelda gleich ab. Also richtig. Die macht Zelda richtig Messer. Die macht Zelda Stoff. Also hier ist irgendwie ein Gypto, den muss ich mit dem Cloak abschmeißen. Habe ich genug Rubine für Bomben? Ne, ich brauche mal ein bisschen mehr, weil die Bomben sind sehr wichtig. Sorry, Zelda, not enough rubies. You'll have to wipe out a few more gorillas to get that. Okay, ja genau, der Händler ist, der ist nicht so toll wie Morshu. Morshu hat Bombs. Und Richer. Das macht ihn deutlich besser als diesen hier. So. Der Cloak war hier bei Aru Ainu. Bei den Schweinen, die nichts droppen. An Rubinen. Der hat mehr ausgehalten. Das ist unfair. Da ist ein Dodongo. Oh. Ah. So, gib mir den Stoff. Everyone ran when the Gliok came, but monsters know better than bothering me. Here's a shroud that scares the raps off Gibdo. Ja, niemand legt sich mit der Näherin an. Nicht mal ein fetter Drache. So krass ist die. Everyone ran when the Gliok came, but monsters... Ja, okay. Haben jetzt jedenfalls den Shroud. Wir können jetzt nach Tikogi Tower, wo der Baker ist. Und der Mayor. Oh my, it looks like everyone's been taken to Tikogi Tower. This is illegal, you know. My cakes will burn. This is so random. This is illegal, you know. Die Octorox sind kacke. Ich hasse die Octorox. Ah, 10 Bomben brauche ich. Das sind wirklich 10. Krass. Come on, hurry! It's awful! Mayor Cavendish has been chained in the tower! Oh, my cakes! Come see me in Sakado! My cakes! Oh, es ist furchtbar, der Bürgermeister ist gefangen! Meine Kuchen! Kuchen! Mit Kuchengeschmack wohlgemerkt. Ach, da war eine schwarze Hand. Das hat mich umgebracht. You dare defy me? Yes. No. Guess again, Iron Knuckle. So einen Iron Knuckle kann ich ja irgendwie noch nicht umbringen. Zumindest weiß ich nicht wie. Aber er kann mich one-hitten. Ich komme nicht an den vorbei. Das heißt, ich muss ihn schon umbringen, irgendwie. Also gehen wir erstmal hier raus, indem wir uns umbringen. Ups. So. Ups. Das wollte ich nicht drücken. Ich wollte es ablaufen lassen.
Okay, jetzt gehen wir nach Sakaro. Können wir zum Baker gehen, der uns Brot gibt. Wird irgendwie fast was wie mehr wie so ein Point-and-Click-Adventure, weil du gehst hier hin, nimmst dieses Item, gehst zum anderen Ort hin, gibst das Item dort ab und so hin und her und so pipapo. Ich meine, wenn die halt voll und ganz auf Point-and-Click gehen würden und weniger auf dieses Action-Plattformer-Gedöns, könnte es vielleicht gar kein so schlechtes Spiel sein. Weißt du, so eine Kombination mit den trashigen Cutscenes wäre das vielleicht sogar was ganz Nettes. At least. Ha! The Arpagos will die for them. So, Brett. The Brett Girl. Also, genau, die ist die gute Frau. Da war das Power Swords. Das ist der Händler. Okay, ist das hier das Nest? Es wurde abgeblockt. Ja, komm, sammel Brot. Es könnte das Nest sein. Ich hole mir gleich nochmal Brot und dann werfe ich es mal da rein. Okay. Ja, sie ist mein Friend. Just Friend. Only Friends. No Relationships. Ja, in Tears of the Kingdom tatsächlich. Weil sie sind nur gute Freunde. Wisst ihr wieso? Weil das Bett hat nur ein Kissen und eine Decke. Das heißt, Link schläft auf dem Fußboden. Also das hat irgendwie gar nichts gemacht. Ups. Ich habe kein Ei bekommen. Ich glaube, ich google jetzt einfach mal, wie ich das Arpagos-Eck bekomme. Scheiß drauf. Das ist mir gerade zu kompliziert. Ich gehe mir jetzt einfach mal hier ein Walkthrough durch. Qualitativ irgendwie unterscheiden sich die Spiele gar nicht. Fühlt sich genau gleich an. Nur Link of Faces of Evil war halt war halt die Rätsel einfach zu durchschauen. In dieser Hinsicht würde ich sagen, Faces of Evil ist schon das bessere Spiel, ja. So. Land of Gamelon Walkthrough. Bitte. Aha. Ich habe etwas Wichtiges rausgefunden. Es gibt tatsächlich eine zweite Hälfte von dieser Stadt. Und um diesen zu erreichen, müssen wir aus dem Fenster des letzten Hauses. Was für ein Bullshit. Stell dir vor, du kannst eine zweite Hälfte des Ortes nur erreichen über ein Fenster. Nämlich da oben. Oder war es... Irgendein Fenster war es. Ach... Ich muss deckt auf dem Fenster stehen, so ist das. Ja, weil ich darauf wäre ich nie gekommen, dass du durch das Fenster geht. Da ist Impa. Okay. Do you see anything? Yes. Oh my, your father has been captured. What about Link? He's been in a terrible fight. I can't tell what happened. Das ist ein Goba. Das ist richtig. Hier hast du ein Schwert. So, das ist einfach Impas Haus, I guess. Und surprise, der König wurde gefangen genommen. Der hat es nicht geschafft, Ganon zu besiegen. Wer hätte es gedacht? Das ist das Haus des Bürgermeisters, glaube ich. Die Musik ist wieder am Abgehen. Das muss das Arpagos-Nest sein. Ich kann wahrscheinlich das Brot nutzen, um die abzulenken. Weil die nerven ganz schön. Oder ich bringe auch einfach alle um, bringe mehr Rubine ein. Arpagos-Eck. Yes, jetzt haben wir das Eck. Eck. Jetzt müssen alle Eck in den Chat typen.
Ein Schmied ist da. Und er ist versperrt. Und hier ist auch versperrt. Und das ist ein Friedhof. Ups. Dass ich mit einer Bombe aufspringen muss. Warum sind hier eigentlich bei einem Friedhof so viele Schubladen? Was wird da aufbewahrt? Die Asche? Sonst scheint hier nicht zu sein, oder? Naja, wir haben ja das Ei. Also geben wir es mal der Dame. Gibt es hier irgendeine Abkürzung? Ah, da unten ist ja eine. Oh, die Frau war in Kobitan. Die lieber ein Ei essen würde als Brot. Moment, war die wirklich in Kobitan? Da brauche ich nur den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ja. Oh, jetzt nimm dein beschissenes Ei. Ich habe eine Flöte bekommen. Aber wo brauchen wir die Flöte? You've explored this place to the best of your ability, dearie. Yeah, okay. Okay, Impa. Da, jetzt können wir nach Abitaro. Die Wüste. Das sind Bienen. Not the bees! Kann ich machen, wenn es gewünscht ist. Dann haben wir den guten Teil. Weißt du, um das Gute besser genießen zu können, muss man es mit dem Schlechten kombinieren. Weil dann kann man das Gute mehr wertschätzen. Das ist ein Goma. Na, wer bist du denn? Bist du ein Zauberer? Nice jump over the Goma pit. Here, have a drink. Oh, nice. Hey, there's a fisherman trapped in the fish head. Really? In the fish head. Aber in so einem kleinen Fish head. Das heißt, er hat jetzt den Fisch auf seinem Kopf. Er ist jetzt wortwörtlich ein Fischermann. Und ich habe nur 3 Bomben, scheiße. Ich hätte mehr Bomben kaufen sollen, scheiße! Sorry, Fischermann!